Willkommen zu einer neuen Runde Punch Club. Ja Leute, super duper, uns geht's gut. Leider haben wir wieder ein wenig auf die Mütze bekommen. Immerhin sind wir nicht verletzt. Das ist ja schon mal etwas und wir haben uns ein zweites Sportgerät gegönnt. Immerhin. Ich hoffe, dass das uns ein wenig helfen wird, indem wir dann jetzt besser trainieren können. Training steht auch an. Wir werden jetzt versuchen, als allererstes noch einmal zu dem guten Silver hier zu kommen. Und ich hoffe, wir können jetzt hier die Handpads nochmal, können wir machen. Fight. Das ist super. Dann bekommen wir nochmal diese zwei Punkte. Die gibt es ja gratis. Eigentlich könnte man sich dieses Training hier ja schenken. Es bringt uns sonst weiter nichts, außer diese zwei Punkte. Aber wir hauen ihn jetzt auf jeden Fall schon mal ganz gut einen drüber. Immerhin. Wir haben die zwei Punkte bekommen. Ich glaube, es reicht noch nicht, ne? Ich glaube, wir brauchen ja 17 Punkte brauchen wir. Mann. Das ist natürlich doof, dass es so ist, ne? Was ich mir gerade überlegt habe, ist, sollten wir vielleicht nochmal so einen Straßenkampf machen? Nee, wir müssen trainieren. Wir sind hier ja wieder, wir sind ja schon deutlich schlechter wieder geworden. Sonst hätte ich gesagt, wir machen einen Straßenkampf. Warum? Weil wir dann bessere Laune haben, um wieder hier Glücklichkeit zu bekommen. Auch wenn wir jetzt verlieren werden können, bekommen wir gute Stimmung. Im Moment ist unsere Stimmung so schlecht durch das Arbeiten, dass wir schlechtes Training haben. Wir können nicht gut trainieren, weil wir so schlechte Laune haben. Falls wir jetzt einen über die Mütze bekommen, haben wir trotzdem bessere Laune und können damit effektiver trainieren. So, komm, fight. Oh, wir sind sogar noch gar nicht mal so schlecht gegen ihn hier. Immerhin haut er uns nicht gleich komplett weg. Aber eine Combo 20, ne? Steckt da mal einfach so ein hier, ne? Was ist aus dir geworden, Junge? Du willst super duper werden. Also streng dich jetzt ein bisschen an. Hol die Glücklichkeitspunkte. Das wäre jetzt echt nett, dass wir gut trainieren können gleich. Jawohl, immerhin nochmal umgehauen, immerhin, ne? Bill ist gleich K.O. Weit. Na, das wird deine Stimmung auf jeden Fall wieder ein wenig hier aufheitern und wir machen weiter mit dem Training. Na, 30 Punkte, jetzt können wir wieder gut trainieren. Sogar 4 von den Punkten dazu bekommen. Immerhin, also das hat sich doch jetzt schon mal gelohnt. Dann werden wir gucken, wir werden uns als nächstes... was brauchten wir denn? Hier dieses hier, ne? Was brauchen wir? Ach, wir brauchen Stärke 2. Ja gut, die Stärke 2, die werden wir dann... jetzt gleich holen. Brauchen wir eigentlich nicht, aber wir wollen dieses hier haben. Na, und dafür müssen wir halt das hier vorher investieren. Ist auch ein bisschen schade, aber nun gut. Machen wir, kein Problem. Wir gehen nach Hause und trainieren, glaube ich, zu Hause. Wir sind jetzt wieder einigermaßen glücklich dabei. Im Kühlschrank ist noch ein wenig... ja, haben wir noch ein wenig hier zu essen da, glaube ich. Auf jeden Fall bringt uns jetzt das Training wieder einiges mehr. Weil ansonsten würde hier jetzt so ein schlechte Laune-Zeichen auftauchen. Und ja, dann bringt uns das ganze Training nicht allzu viel. Wenn wir jetzt auf der 2 gleich sind, werden wir uns das kaufen. Dann können wir das jetzt auch gerade machen. Ja, oder trainier erst durch, ist egal. Dann machen wir hier Punching Ball. So. So, komm, jetzt hör mal auf. Wir kaufen uns das gerade einmal erst. Falls wir wieder absacken, jetzt können wir uns das leisten. Jetzt haben wir natürlich wieder nur noch einen Punkt und wir brauchen noch 17 Punkte. Dass wir uns das auch noch leisten können. Schade.
Aber dann werden wir hier auch die Ausdauer ja, leichter trainieren können, einfach. So, komm, geh mal noch ein bisschen auf das Laufband. Na, das kleine Eichhörnchen ist auch wieder da. Wenigstens etwas. Jetzt werden wir hier gleich schon wieder unsere 2 Punkte verlieren. Weil er das natürlich mit dem Tagesanbruch, mit dem neuen Tag, alles das, was er sich am Tag zuvor erarbeitet hat, wieder vergessen hat. So sieht's aus. Er ist ein sehr vergesslicher Typ, immerhin so, ne? Wir hätten heute wieder einen Kampf in der Anfängerliga. Wäre echt schön, wenn wir den machen könnten, aber, ne? Unsere Werte sind total schlecht. Wir können gleich mal gucken, auf welchem Platz wir jetzt sind. Ob wir schon eine Position verloren haben, könnte durchaus sein. Nee, wir sind immer noch Rang 4. Wir gucken mal, wie sieht denn das hier aus? Im Moment auch noch. Also der nächste hier, unser Kixlohn, ist mit 206 Punkten noch relativ entfernt. Roy holt wieder auf. Das ist gut so, eigentlich unser Kumpel. Und ja, wir brauchen aber die Punkte, ne? Wir sind hier bis zu 363, ist natürlich noch ein ganzes Ende hin. Tja, müssen wir mal gucken, ne? Ich hoffe, dass es dann ein wenig schneller gehen wird demnächst. Jetzt müssen wir erstmal wieder essen und müssen dann schon wieder arbeiten gehen. Weil wir wieder keine Kohle haben. Oder wir versuchen nochmal, komm, wir machen es anders. Wir gehen kämpfen. Und zwar, wo gehen wir denn kämpfen? Haben wir hier noch einen Gegner? Wir gehen hier nochmal zu Fuß hin, kämpfen hier nochmal. Na, Tyler, teste dein Können. Dann bekommen wir auch sehr wahrscheinlich wieder... Noch einen Tag und du bist bereit. Na toll, hier können wir noch nicht kämpfen. Okay, dann haben wir im Moment jetzt nichts, wo wir kämpfen können. Toll. Dann müssen wir wohl oder übel Pizza ausfahren. Casey. Liefern wir die nächste Ladung Pizza aus. Wir haben eigentlich gar keinen Bock mehr auf diesen Job. Aber es hilft nichts. Wir bekommen sonst unseren Kühlschrank nicht gefüllt. Wir haben ja einen Bärenhunger. Also, ja. Wer viel essen will, der muss halt auch viel arbeiten. Es nützt nichts. Und dann sind wir gleich schon wieder müde. Der Tag ist schon wieder rum. Mann, Mann, Mann. Die Tage, die fliegen wie nichts dahin. Und er hat sein Trainingspensum schon wieder vergessen, warum auch immer. So, komm, geh ab nach Hause, schlafen, ins Bett. Ich frage mich, wie man das machen soll. Also wir brauchen auf jeden Fall diese Punkte. Und wenn wir noch ein paar Mal auf die Mütze bekommen, dass wir diese Talentpunkte sammeln. Bei Silver müssen wir dann halt zwischendurch auch mal dran denken. Dass wir uns immer wieder diese 2 Punkte da holen. Und ja, müssen gucken, wo wir noch Talentpunkte herbekommen. Jetzt haben wir natürlich schon wieder schlechte Laune, ne? Als nächstes könnten wir hier jetzt wieder kämpfen. Mit dem Risiko, dass wir uns verletzen, ne? Das ist, finde ich, auch ein bisschen so eine Sache. Komm, wir gehen... hierhin. Jetzt müssten wir hier ja kämpfen können, ne? Tyler, was sagst du? Teste dein Können. Okay. Ach, der Klaus wieder, ne? Der Klaus ist stark. Und wir haben hier die besseren Werte. Schauen wir einfach mal. Fight. Wir haben Klaus schon mal geschlagen. Scheinbar gibt es hier nur ein paar, die sich hier in diesen Kämpfen wohlfühlen. Die meisten möchten natürlich so wie wir auch Weltmeister werden und haben sich dann richtigen Ligen angeschlossen und nicht einfach hier so auf einem Parkplatz, ne? Weit sich da vermöbeln ist ja auch eigentlich nicht so toll, ne? Klaus wird sehr wahrscheinlich einen über die Mütze bekommen, wenn du dich jetzt noch ein bisschen anstrengst. Hauen um, danke. Mann, 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 du machst es auch wieder spannend.
Na, ja, wir sind echt schon schlechter geworden, ne? Das, unser Trainingsmangel. Ja. Macht sich bemerkbar. Ja, wir sind leicht in Führung. Ich hoffe, du knockst ihn noch um, sonst haben wir hier einen K.O. durch technischen K.O. oder so, ne? Wenn du jetzt nicht noch ein bisschen zulegst, gewinnt er womöglich noch. Ja, wir haben gewonnen und wir haben dann noch nicht mal umgeboxt, ne? Aber wir sind wieder ein bisschen glücklich. Wir haben 4 von den Punkten, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde keine neuen Gegner mehr für dich. Du bist jetzt der Beste hier. Na super. Wir haben jetzt 5-mal gewonnen. Und da, wo ich jetzt gesagt habe, hier könnten wir mal noch ein bisschen uns pushen, können wir jetzt nicht mehr. Übrigens, du bist ein echt toller Kerl. Oh, danke, Tyler. Ich brauche deine Hilfe. Okay, was will er denn jetzt? Ich habe einen Zwillingsbruder, der in einer Wohnsiedlung wohnt. Und er hat ein Problem mit seinem Nachbarn. Oh nein, bitte nicht da, wo wir schon mal waren. Es wäre toll, wenn du ihm helfen könntest. Das ist, glaube ich, da, wo wir schon mal waren, mit dem mysteriösen Koffer, ne? Ja. Jetzt ist das hier erschienen. Aber das machen wir jetzt im Moment erstmal auf jeden Fall nicht. Wir gehen zum Supermarkt erstmal. Heute habe ich keine Bösewichte im Angebot. Machen unseren Kühlschrank wieder, füllen wir wieder auf. So, und dann geht das Geld dahin wie nix, ne? So. Und wir gehen... Wir gehen nochmal zum... Ne, wir gehen, Quatsch, das machen wir nicht. Wir gehen hier zum Silver, holen uns die 2 Talentpunkte hier bei ihm nochmal. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ja, das funktioniert. Weit. Dann haben wir immerhin schon mal hier nochmal die 2 Punkte nicht vergessen. Und dann können wir auf jeden Fall besser trainieren, auch bei uns in der Garage. Wenn wir hier endlich noch 18 Punkte zusammenbekommen haben. Das ist natürlich auch noch ein Wort. Aber egal. Was machen wir jetzt? Wir bräuchten eigentlich schon wieder Kohle, ne? Komm, wir gehen nochmal nach Hause. Fahren nochmal 2-mal Pizza aus. Und gehen dann bei uns nach Hause. Trainieren dann weiter. Ja. Na, wir können... wir verlieren hier schon wieder total unsere Werte, ne? So, ich denke mal, dass das gleich reichen wird. Müssen dann leider, leider wieder essen. Leider, leider wieder schlafen. Der nächste Tag ist schon wieder vorbei. Und ja. Schauen wir mal, wie wir das machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld auf Tasche. Vielleicht sind wir müde und haben Hunger. Das macht Spaß, dieser Job. Na, du bist zu müde. So, komm, dann ab nach Hause. Wir müssen essen und gehen dann schlafen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es dann sogar noch, das nächste Sportgerät uns aufzustellen. Dann sind wir natürlich wirklich gut dabei. Wäre nicht schlecht, dann holen wir uns diese Handel-Geschichte vielleicht noch dazu. So, dann isst sie jetzt nochmal was. Kämpfen brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht. Das geht schon 2-mal wieder. Also Handel-Geschichte können wir vergessen. Ich glaube, das ist sogar noch teurer. Was machen wir? Ja gut, wie ich würde sagen, wir machen erstmal an dieser Stelle eine kurze Pause, werden dann weiter trainieren, vielleicht noch in dieser, ja, illegalen Liga uns versuchen, dort noch 1-2 Gegner zu besiegen, ein paar von den Punkten zu sammeln, aber das Ganze in der nächsten Folge und bis dahin
wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.